Das neue MagMage-Deck funktioniert schon besser als das alte. Auch wenn es mit dem Antonidas noch gar nicht so oft zum Einsatz kam. Aber ich glaube, da kann man sicherlich noch einiges verbessern. Aber ich will noch ein bisschen rumprobieren, um zu schauen, was genau. Neutron und Spider Tank ist jetzt nicht so verkehrt. Schade, ich hätte noch gern einen Einser gehabt. Auch da nicht. Ein Einser wäre noch ganz super gewesen. Oder ein MagWarper. Ja, idealerweise wäre es ein Cogmaster oder ein Clockwork gewesen. Wäre beides gut gewesen, aber naja. Kann nicht alles haben. Die erste Runde leider verschenkt. Aber er hat auch nichts in der ersten Runde. Grüßen wir doch erstmal nett. In der nächsten Runde habe ich natürlich einen Spider-Tank. Wenn er dann was Gutes ausspielt, können wir den Goblin Blast Mage entgegensetzen, der vielleicht mal vernünftig trifft. Ansonsten. Okay. Mal gucken, was er für ein Deck hat. Er hat ein extremes Pech, weil sein Deck ist halt aufs Late Game ausgelegt. Ein Ramp Druid, aber aus dem Ramp hat er auch noch nicht viel gemacht. Erstmal den Spider-Tank und dann entweder Piloted Shredder oder Goblin Blast Mage. Wie gesagt, hängt es davon ab, was er spielt. Vom MagWarper hätte ich jetzt gar nichts, dann kostet er mich 2, dann habe ich aber nur noch 1 Mana. Nächste Runde kann ich entweder MagWarper plus Spider-Tank oder einen der beiden großen ausspielen. Okay, das sieht aus, als wäre es eher der Goblin Blast Mage. Mit Glück, ne, 2. Selbst wenn er alles 4 reinballert, hat er noch 4. Doch vielleicht die beiden ausspielen. Minion from the deck. Ja, das kann. So tolle Minions habe ich jetzt nicht, dass ich mich so sehr drüber freuen würde. Okay. Kein billiger MagWarper nächste Runde, schade. Okay. Chris. Ich habe witzigerweise oder blöderweise jetzt noch keinen einzigen Spell draußen. Kein. Na. Ja, das hat mir leider nicht so viel gebracht. Aber ich habe jetzt ziemlich viele Karten gezogen. Flamestrike, Cogmaster. Okay. Swipe. Vielleicht hat er auch noch mehr Swipes draußen. Ich werde es erleben. Ja, so war es nicht geplant mit dem Antonidas. Selbst wenn man ein Swipe spielt, tut mir es jetzt nicht so sehr weh.
Allerdings mache ich ja natürlich selber auch noch nicht so wahnsinnig viel Schaden jetzt. So, okay, die zwei Spikes sind draußen. Aber das wenigstens schon mal hinter uns. Na, ist okay. Flamestrike bringt mir gegen so ein Deck nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch nicht so, dass er mich jetzt hier leer macht. Eine AOE-Karte, sonst hätte er den nicht so gemacht. Ja, sehr witzig. Das war ungefähr das Beschissenste, was mir passieren kann. Jetzt verliere ich 5 Minions. So ein Schwachsinn. Ich hätte jetzt so eine gute Runde gehabt. Wie hoch ist die Chance, dass dieser verfickte Doomsayer kommt und mir das ganze Spiel ruiniert? Okay, das war jetzt ziemlich bitter. Das war jetzt mal richtig bitter. Alter. Das war überhaupt nicht schlimm. Selbst mit den Poison Seeds. Alles zweier Minions wäre echt okay gewesen. Aber zwei... Drink with me, friend. Ich weiß gar nicht, was sein Plan ist. Es ist überhaupt nicht so, dass ich viel mehr Karten ziehe als er. Death does not scare me. Bin da nicht ganz sicher... Tinkertown Technician. Bringt mir leider nicht so viel, wenn er so ins Spiel kommt. Ah, sehr schön. Der Enhanced Mechano. I must safeguard the land. So, normal würde ich die, glaube ich, noch auf der Hand behalten, aber durch den Hands of Mechano. So, ich habe noch zwei Feuerbälle auf der Hand. Gucken, was er nächste Runde so machen kann. I'll put it on your tab. Back from the junkie.
Hat ja noch genug Spells auf der Hand, deswegen konnte ich das so spielen. Gerade in Enhanced und Meccano. Na, behalte ich einen davon. Einen behalte ich mal. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wie ist das für ein Pech vorhin war mit dem Doomsayer? Ansonsten war es eine ganz witzige Runde, aber der Doomsayer, das war echt ein bisschen bitter. So, mal schauen. Ein Warrior. Ein Warrior ist der Snowchugger dann gar nicht schlecht. Müssen wir einfach schnell, bis wir es auf die Beine kriegen. Aber mit dem Mech Warper und dem Annoyotron kann das eigentlich schon funktionieren. Vielleicht möchte er erst begrüßt werden, bevor er spielt. So, wenn er den jetzt nicht gleich wegmachen kann, habe ich nächste Runde schön einen mit Taunt und den Snowchugger, um ihn zu freezen. Dann sieht schon mal ziemlich gut aus. Zur Feier des Tages erst eine Rakete abschießen. Und ging der Schuh nochmal? Das ist eigentlich Zufall, da geht nochmal das gleiche. Habe ich mir einen Schuh geholt? Nein, ich habe mir keinen Schuh geholt. War es andersrum mit dem Schuh? Kein Schuh, oder? Aber ein Apfel. Auch nicht schlecht. Okay, der lässt sich extrem viel Zeit. Gegangen oder was ist da los? Ja, wenn das im Rank passiert, ist es wenigstens nicht so schlimm, wie wenn es richtig ärgerlich ist, dass wenn es in der Arena passiert, ein Disconnect, ist mir auch schon passiert. Ach komm, jetzt macht der nichts. Ich habe so einen schönen Start und der macht nichts. Der will mich ja nur ärgern. Ah, jetzt ist er aufgewacht. Okay. Wenn ich jetzt gefroren halten kann, hilft ihm dann auch eine Waffe nicht, die er vielleicht zieht. Ja, sauber. Death's Bite. Haha. Ja, sieht nach einer schnellen Runde aus.
Der neue Tron bleibt über. Der ist so nervig, den kriegt keiner klein. Hatte ich schon zu viel Schaden gemacht. Sein Brawl hat natürlich eine Menge Minions zerstört. Aber der Schaden war schon zu hoch. Jaina versus Gul'dan. Your soul shall be mine. You asked for it. Den Palette Shredder gehe ich mir noch zurück. Die anderen beiden sind ganz gut. Und ein Frostbolt, okay. In der nächsten Runde kann er schon 3-2 haben. Das ist eigentlich der beste einer Minion. Am Anfang. Kann schon richtig viel austeilen. Und dann sowas wie eine neue Troll hinterher. Das ist im Prinzip schon perfekt. Au, Sack. Something needs tinkering? Job done. One Born to Die fragt, was mein Ziel im Constructed ist. Kann ich im Moment noch gar nicht richtig einschätzen, wie weit, was da sozusagen meine Chancen sind. Dafür habe ich echt noch nicht genug Erfahrung. Ich probiere aber ein bisschen rum, versuche ständig mein Deck ein bisschen zu verbessern und gucke, wie weit ich damit komme. Und so ein richtiges Ziel. In dem Sinn habe ich mir noch nicht gesetzt. Schaue ich einfach mal. Rang 14 ist es jetzt. Weiß ich nicht, vielleicht erstmal einstellig oder so. Vielleicht ist das ganz nett. Der gute Handlock. Kommt eine Shadow Flame. Das haben wir keine Minions mehr ausgespielt. Okay. Guter Handlock. Fart!
Tinkertown! I must attack that minion with taunt. Ich muss den Taunt angreifen, natürlich. Bisschen gepennt. Zwei, drei. Lassen wir es mal kurz dabei. So, jetzt machen wir noch einen Fireball, damit wir das mal beenden können. Gibt so viele schöne verschiedene Varianten in dem Spiel. So many possibilities. One Born to Die, der vorhin gefragt hat, ist auch Level 14 anscheinend und spielt auch einen Mech-Mage. Wäre interessant zu wissen, was für einen Mech-Mage du spielst. Und was seine Erfahrungen sind sozusagen. 3, 4. So, mal schauen. Jetzt wieder eine gute Kombo, um beides wegzubröseln. Sieht nicht so gut aus. Sehr schön. Ah, und Level 13 schon. Guck an. So, ich würde sagen, die letzte Runde für heute. Will tear you apart. Ich hätte zwar ganz gern noch ein paar. Gegen wen spiele ich? Gegen den Mage. Und ist der Snowchugger nicht ganz so wichtig. Gibt es vielleicht bessere? Hat aber 3 HP, ist auch nicht so verkehrt. Behalten wir das schon mal, sonst bekomme ich da irgendwas Komisches. Jetzt vielleicht noch einer Minion dazu, komm. Powering up. Portals online. Powering up. Portals online. Ready. Na, guter Trade mir anscheinend. Unsere Start-Minions. Da ist leider noch ein. Ein Mana übrig, was ich nicht nutzen kann. Naja. Hello.
Ich glaube, ich klopp lieber mal den Mana-Wurm weg. Nicht, dass mir irgendein Scheiß passiert. Man weiß ja nie. Unangenehm. Der Goblin Blast Mage ist natürlich eine super Karte, die ich auch ganz gerne. Ja, es spielt sich im Moment ziemlich gleich für uns. Er ist einen Schritt voraus. Und dadurch, dass die Coin hat, hat er ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt. Schon viel HP schon verloren, aber sieht jetzt trotzdem einigermaßen okay aus. Ja, das mit dem wenigen HP ist schon ein Problem jetzt. Autsch, und noch ein Klatschbällchen. Jetzt wäre mein Flamestrike mal ziemlich super, weil sonst habe ich ein echtes Problem. Bekomme ich aber nicht, schade. Und damit war es das schon. Manchmal geht es so schnell, gerade im Constructed, da läuft es nicht so gut, die ersten 3-4 Runden. Obwohl die ersten 2-3 Runden waren sehr ausgeglichen, dann läuft es in 2 Runden nicht so gut. Und zack, ist es kaputt. Ich überlege, ob ich noch irgendwas machen kann, aber ich bin nächste Runde einfach mal tot. Well played. Gar nicht so spektakulär gewesen, die Runde. Nichts Tolles gespielt. Naja, passiert. Bisschen nicht ganz ideale Starthand gehabt und dann geht's schon den Bach runter. Immerhin bis Level oder bis Rang 13 gekommen. Das denke ich mal reicht für heute. Bin mal gespannt, wie weit ich nächstes Mal komme.